So, jetzt werfen wir von links nach rechts erstmal nur werfen und fangen. Und dann kommen die zusätzlichen Aufgaben dazu. So, jetzt wissen wir, dass das einigermaßen zu fangen geht. Und jetzt wollen wir an Augenhöhe vorbei, genauso. Nicht über den Kopf, Augenhöhe. Wo ist nochmal Augenhöhe? Also nicht über den Kopf, nicht unter dem Kinn, Augenhöhe. Müssen wir 6, 8 Mal werfen, bis das klappt. Und jetzt zusätzlich Augenhöhe und die Hand geht runter und hoch, geht runter und hoch, geht runter. Jetzt haben wir alle Hände voll zu tun. 2 Hände, 1 Ball, aber maximale Beanspruchung im Gehirn. Hoch und runter. Jawohl, super. Jetzt machen wir den ersten Trick, der sieht so aus. Sieht wild aus, ist es aber nicht. Wir machen nur werfen und fangen. Bauchnabel, Nase ist der Wurf. In der Mitte vom Körper der Wurf. Die Hand ist oben drüber. Macht bloß den Wurf mit. Geht hoch und runter mit dem Wurf. Hoch und runter. Der ist nicht. Jawohl. Jetzt drehen wir das um. Die andere Hand ist unten, andere Hand ist oben. Fühlt sich anders an, muss es auch. Weil es ist die andere Gehirnhälfte. Weil die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperseite. Und die rechte Gehirnhälfte steuert die linke. Und deswegen ist das hier schon gehirnfordernd. Die Hand oben hat gar keinen Kontakt zum Ball. Nie. Nur unten hat... Jetzt wird es was gemacht. Auch hier habe ich ja vorhin im Vortrag gesagt, Lernen ist individuell. Jeder macht im Prinzip was anderes, obwohl hier vorne einer steht und zeigt, wie es geht. Das ist normal. Jetzt machen wir was anderes. Eine Hand ist oben, die leere Hand ist oben. Und in der Gegenbewegung, wir machen erstmal nur den Pendel. Das kriegen wir alle sofort hin. Die Hand, die den Ball hat, ist offen, weil da können wir gleich werfen. Weil in der Bewegung machen wir jetzt den Wurf. Den Wurf. Hand geht runter. Auch hier sehen wir schon unterschiedlichste Ergebnisse, also die Zuschauer zumindest, oder? Ist wild, ist jetzt schon wild, weil wir gegen, also fürs Gehirn ist das anspruchsvoll, ja? Weil wir bewegen mit der linken Gehirnhälfte diesen Arm und die andere Gehirnhälfte muss diesen Ball hier werfen. Deswegen ist das schon fordernd, ja? Nehmen wir mal erst hoch. Geht hoch. Bumm, erst hoch, genau, so. Sehr schön. Und jetzt machen wir einen wilderen Trick, jetzt muss die Hand schneller sein als der Ball. Sieht so aus, Ball geht nach oben, Hand geht oben drüber und fängt wieder. 1, 2, 3. Bei 2 ist die Hand über den Ball, fängt aber nicht. 1, 2, 3. Wilde Sache. Hier wird jetzt im Gehirn sowas wie Adrenalin angesprochen, weil wir wollen nicht, dass der Ball runterfällt, was aushaltbar wäre. Weil das ist das, was passiert. Mehr passiert nicht. Ja? Und trotzdem haben wir maximale Spannung im Gehirn. Ne? So. Das ist, was das Gehirn gerade ausatmet. Ne? Ne? Das ist Stress. Wir reden über Angst überwinden. Aus Gehirnsicht mal. Das ist das. Mehr ist nicht. Und diese Effekte sind enorm wirksam fürs Gehirn, wenn wir das tun. So. Jetzt neu, neu, neu. Die andere Hand macht genau das, was die andere gerade versucht hat. Und wir fangen bei 0,0 wieder an, weil es die andere Gehirnhälfte ist. Fühlt sich komplett neu an. Ist es auch, weil es die andere Seite ist. Muss neu sein. 1, 2, 3. Das 10 hilft, zählt mit. 1, 2, 3. Bei 3 fange ich wieder. Bei 2 ist der Ball über, die Hand über den Ball. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, wir gehen 1, 2, 3. 1, 2, ja, gut. Super. Jetzt nehmen wir den zweiten Ball, weil wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja? Haben wir jetzt 37. Wir werden mal beide Bälle parallel auf Augenhöhe werfen. Immer Augenhöhe. Augenhöhe deswegen, nur damit wir alles sehen. Weil wenn ich über Kopf bin, habe ich schon Stress und sehe weniger. Das, also Augenhöhe ist wichtig. Schön wäre, wenn wir die Bälle werfen und die Hände nicht sehen. Nee, darf man nicht, weil den brauche ich gleich für den dritten. Hast du nur einen Ball oder was mehr? Hast du jemanden geklaut? Ha. Klaue noch einen, genau. Oder warte mal, habe ich nur noch ein Säckchen? Na, komm mal her, gib mal den Ball zurück, ich hätte noch ein Säckchen. Komm her, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Gib, ne, ich habe mal hier noch. Genau. Beide mal. Jetzt, schön wäre, wenn wir die Bälle werfen und die Hände nicht sehen. Die Hände bleiben unten. Unten. Ja, viel Risiko, viel Luft zwischen Hand und Ball. Sehr gut. Und nah beieinander ist einfacher. Das ist schwieriger, das ist einfacher. Nah beieinander die Bälle, weil dann wird das Fangen einfacher. Ja?
Gut, geht. So. Jetzt machen wir eine Hand auf, eine ist umgedreht. Die offene Hand wirft, die andere geht hoch und runter, bloß zusammen gleichzeitig. Die Hand darf festhalten, ist viel einfacher als eben, weil wir bloß nur noch einen Ball werfen. Die andere darf ja festhalten, genauso. Jawohl. Hoch und runter, hoch und runter. Hoch, nee, guck mal hier. Offen, geschlossen. Geh mal auf die Bühne, weil ich sehe dich da nicht. Geh mal dahin. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Du machst mit, bist du auf der Bühne oder bist nicht auf der Bühne und machst du nicht mit. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Genau. Hoch, runter. Ja, eine hält fest, guck mal hier. Geschlossen. Welche wirft? Die linke. Und die rechte geht mit. Mit dem Wurf. Mehr ist nicht. Das war der ganze Trick. So. Jetzt drehen wir das. Wupp. Andere Hand soll werfen, andere geht hoch und runter. Fühlt sich wieder anders an, haben wir schon gesagt. Rechts hält fest, genau. Weil es auch normal. Die will werfen, weil das Gehirn bittet immer das an, was es kennt. Jetzt hat die geworfen, jetzt muss sie aber festhalten. Das ist das, was Energie frisst. Dass wir uns das jetzt merken müssen. So, jetzt drehen wir das wieder. Wupp, andere Hand soll werfen. Einmal zumachen, zumachen, einmal die blaue Hand umdrehen. Jetzt halt. Genau. Nochmal drehen, andere Hand soll wieder werfen. Eine offene, ja, ist wild. Ja. So, wenn wir beide Gehirne spüren wollen, machen wir nach jedem Wurf den Dreh. Das heißt, rechts wirft, gedreht, links wirft, gedreht, rechts wirft, gedreht, links wirft. Ja, jetzt sind wir am Gehirn angekommen. Ja, genau. Rechts wirft, gedreht, links wirft, gedreht, rechts wirft. Ich will, dass die Zuschauer sehen und staunen, warum das so schwer ist, aber es muss schwer sein. Warum? Habe ich ja vorhin gesagt. Linke Gehirnhälfte steuert rechte Körperseite und genauso andersrum. Und das Gehirn bietet das an, was es kennt. Wenn ich das gerade gemacht habe, muss ich jetzt wissen, dass die nicht mehr werfen darf und die werfen muss. Schaffe ich. Jetzt muss ich wieder den Schalter umlegen, genau andersrum. Und das ist das, was Energie frisst. Und was gesund ist, weil da entstehen neue Nervenzellen, neue Gehirnverbindungen. Gehirnzellen können nicht absterben, deswegen ist Jonglieren eine super Methode, Demenz und Alzheimer zu vermeiden, weil Gehirnzellen gar nicht absterben können, wenn wir das machen. Weil das ist so viel darum zu tun. Ja? Mit so einem Blödsinn, ja? Muss man auch sagen. Ja? Weil die Drehung ist schon mal unten, das ist vielleicht der Unterschied. Man bleibt mal mit beiden Händen unten. Du bist gerade hier. Hier wäre schön. Beide Hände parallel auf einer Linie. Aha. Mal drehen. Na, die Hand, rechte Hand ist wieder oben. Nochmal drehen. Bleibt unten. Das sind die Drehungen. Und jetzt machst du den Wurf. Achtung, hoch, runter. Weiß wirft, hoch, runter. Jetzt wirft sie mal. Weiß wirft jetzt. Dann aber erstmal hoch, runter. Wie eben. Genau, stopp. Erst machen wir die Drehung, dann den Wurf. Geht nicht im Tempo. Erst die Drehung, erst beide Hände drehen. Darf Mühe machen, macht euch keine Sorgen, dass es schwerfällt. Umso mehr es Mühe macht, umso mehr passiert hier. Auch klar. Ja. Neuer Trick, Achtung, 1, 2, 3. Wenn der Ball oben ist, geht die Hand rein, wieder raus. 1, 2, 3. Auch hier fünf Zählen. 1, 2, 3. Wir klatschen in die Hände. Das ist die 2. 1 ist der Wurf. 1, 2, 3 ist wieder fangen. 1, 2, 3. Rhythmus hilft. 1, 2, 3. Genauso. 1, 2. Bleib auf Augenhöhe. Augenhöhe auch hier wichtig, damit wir alles sehen. Weil wenn ich da hingucken kann, kann ich da unten auch noch sehen, was da unten passiert. 1, 2, 3. Ist so hoch. Augenhöhe. Bleib auf Augenhöhe. Ist so. Augenhöhe. Diese Höhe reicht völlig aus. 1, 2, ist so hoch. 1, 2, 3. Nicht hier hinwerfen, da hinwerfen. Weil wir sehen mehr. Perfekt. Genau. Hast du mehr gesehen. Jawohl. Jawohl. 1, jetzt andere Hand wirft, andere Hand geht rein und raus. Neue Sache. Nicht tauschen, der Ball bleibt in der Hand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawohl. Jetzt neu, neu, neu. Wir machen das. Links wirft und rechts wirft. Und links wirft. Und rechts wirft. Und links wirft. Und rechts wirft. Sanfte Bewegung mit maximaler Wirkung ins Gehirn, weil wir nämlich hier die rechte und dann die linke Gehirnhälfte unter Strom stellen mit so einer Geschichte. Ja? Rechts wirft, links wirft. Rechts wirft, super. Jetzt ist ein Arm oben. In der Gegenbewegung und wir werfen. Ja, oh, erst hoch. Wenn er runter geht, geht der Ball. Zack. Da ist wild, weil wir wieder beide Hirn öffnen. Maximal beanspruchen, jawohl. Andere Hand ist oben, andere Hand wirft.
Oh, wild. Hoch. Hoch. Wieder hoch. Gut. So, ich bitte die Hammer gerade gemacht. Wir werden jetzt gleich mal die Theorie nochmal machen. Nehmen wir einen roten Ball, weil der wirkt mehr. Rot steht mal für Probleme, blau für Spaß. Ich werde jetzt für Probleme und Spaß gleichzeitig sorgen. Indem wir wieder die Körpermittellinie überkreuzen. Ich zeige das mal. Ball geht hoch, Arm geht durch. Noch ein Wurf, Arm geht wieder raus. Mal versuchen, Sie werden Augenringe so. Sie werden gleich Widerstände spüren, die gar nicht da sind. Man will da nicht durch. Ja, oder man geht diesen Weg. Ja, die meisten sehen schon, ne, das ist das, was versucht wird. Gezeigt habe ich aber den. Unterschied gesehen? Zwischen Hand und Ball hätte ich es gerne. Ja. Jetzt hat neue Sache. Aber auch hier, wir sehen unterschiedlichste Ausführungen. Sag das mal. Nur am Zuschauer mal, also die einen lösen so, ne, die anderen so. Und gezeigt habe ich den hier. Das sind zwei Würfe. Wurf 1, Arm geht rein und wir bleiben dort. Wurf 2, Arm geht raus. Zwei Würfe. Genau. Wurf 1, rein. Wurf 2, raus. Bloß weil wenn der bleibt, soll doch bleiben. Hoch, rein, stopp. Weiß bleibt dort, jawohl, jetzt haben wir es, genau. Sehr gut, jawohl. Ja. So, und die meisten versuchen gleichzeitig zu lösen. Nee, wir machen es nacheinander. Erst der Wurf, dann die Bewegung. Wir können auch sprechen. 1, 2. Eins ist der Wurf, zwei ist die Bewegung. Eins, zwei. Viel entspannter, wenn der Ball oben ist, kann ich auch am besten durch. Eins, zwei, nacheinander. Eins ist werfen, zwei ist bewegen. So. Noch besser ist, wenn ich hier aushole, habe ich natürlich einen Mörderweg. Cleverer ist hier zu stehen, weil das ist der Weg kürzer. Eins, zwei. Eins, zwei. Wenn ich hier stehe, habe ich eins, muss ich aber schneller sein. Ja? Machen ganz leichte Bewegungen. Augen will ich mal gucken. Lass mal die Hand unten. Ruf mal über Kopfhöhe. Guck mal, schon mal hier. Diese Höhe reicht völlig aus, nicht so hoch. Du siehst mehr, wird viel entspannter, weil du mehr, nur weil du mehr siehst. Noch, na, lass mal die Hand unten, richtig unten lassen die Hand. Und guck mal drauf. Du wirst dir nie ins Gesicht werfen. Das macht der Stammhirn für dich, dass du dich nie triffst. Und dann hast du Augenhöhe. So, neu, 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 andere Hand, Wurf, andere Hand geht durch. Fangen wir bei 0,0 wieder an. Ist normal, völlig neue Sache. Und, habe ich ja gesagt, wir lachen, obwohl wir Probleme haben. Weil es geht, wir lachen immer nur so lange, wenn es schief geht. Ach, lustig, das geht immer noch nicht, nicht so. Das Gehirn unterstützt dann immer dann, wenn wir für Herausforderungen stehen. Und das ist eine. Und das wird so lange unterstützt, bis es klappt. Und deswegen lachen wir oder sind fröhlich begeistert, dass es schief geht. Ja? So. Und deswegen, wir haben, das ist Evolution, weil wir haben Probleme und Spaß deswegen gemeinsam, weil diese natürliche Herausforderung mag so ein Gehirn, weil es kennt seit Jahren und Jahren nichts anderes, weil es hat gelernt, Herausforderungen zu meistern. Und deswegen ist das Gehirn so gepolt, dass wir nämlich das dann auch lösen wollen. Deswegen ist die Motivation da, ich will das schaffen. So. Zum Schluss, ich muss noch mal kurz auf die Uhr gucken, weil wir haben ja jetzt schon wieder 47. Wann habe ich angefangen? Bin ich schon 15? Halb habe ich auch. Habe ich ja noch 5 Minuten locker. Mensch, dann machen wir doch mal ganz was Wildes. Wir versuchen mal die Vorbereitung auf drei Bälle, indem wir das hier erstmal. Das ist schon mal entspannter. Wir machen mal nur das hier. Auch hier seht ihr und sehen die Zuschauer, dass in etwa jeder dasselbe macht. Wir machen nicht das, wir machen auch nicht das, wir machen das. So, jetzt löse ich mal auf. Gehört bitte mal das an, was es kennt. Ich helfe euch, indem ich euer Gehirn anspreche, was es nämlich kennt. Wir machen den Reißverschluss mit dem Ball zu. Dann wissen wir, wie ein Reißverschluss zugeht. Jetzt. Und dann reißen wir das Ding raus, den Reißverschluss, und schon machen es alle richtig. Weil das Gehirn da ist, was es kennt. Na, hoch und raus. Bauchnabel, Nase, raus. Bauchnabel, Nase, von unten nach oben. Das ist die Jonglierbewegung. Kann ich gerne zeigen, dass das die Jonglierbewegung. Wir halten die Bälle fest, ich will nur zeigen, dass das die Bewegung wäre. Ja? Wir machen nur die Bewegung, weil das Gehirn lernt jetzt die Jonglierbewegung. Nur durch das Bewegen jetzt. Wir lassen aber die Hände schön am Ball, genau. Jetzt machen wir mal zwei Würfe. Über Kreuz. Hände sind praktisch vor dem Bauch. Eins, zwei. Wir werfen bewusst über Kreuz. Wir fangen aber nichts.
wollen nämlich sehen, wo die Bälle liegen, nämlich idealerweise vor den Füßen. 1, 2. Ganz knapp. Ja, da wird es schwierig, da würde ich mich dann so fangen. Die sollen vor den Füßen liegen, weil hier fange ich die. Wenn die da liegen, müsste ich die da fangen. Deswegen ist nicht fangen hilfreich, weil wir sehen, ob wir sauber werfen. Nacheinander. 1, 2. Ruhig mitsprechen. 1, 2. Hier nacheinander. 1, 2. Hände sind nicht hier, sind hier. Geht hoch, geht hoch. Wenn 1 den höchsten Punkt hat, dann wird 2 erst geworfen. 1, 2. Gerne mitsprechen. 1, 2. 1, 2. Ja, nicht denken, nur werfen. Das ist für die Frauen wieder schwieriger, die wir Männer schaffen das an nichts zu denken. 1, 2, plopp, plopp. Jeder hat ein 3-Ball-Set bekommen. Entweder hast du jetzt irgendjemand einen Ball weggenommen oder es waren in jedem Säckchen 3 Bälle drin. Wir haben kein Set mehr, nein. Wir sind schon seit 25 Minuten hier. 1, 2. Jetzt 9, 9, 9. Wir wollen jetzt den letzten Ball fangen. Achtung. 1, 2. Die 2 fange ich. Weil der andere schon 2 fängst du. Auch mit deiner Hand. Ja? Ruhig mitsprechen. Wenn 1 den höchsten Punkt hat, werfe ich und den zweiten fange ich. 1, 2, 2 gehen schon. Oder beide, ohne schlecht. Jetzt fangen wir beide Bälle und wir müssen uns nicht mehr bücken. Ha. 1, 2, plopp, plopp, macht es jetzt in der Hand. 1, 2, plopp, plopp. 1, 2, nee, muss hoch. Wir wollen beide Bälle oben sehen. Hoch, hoch, haben wir gedacht. Hoch, die 2 muss hoch. 1, 2 geht auch hoch. Hoch, hoch, jetzt haben wir es, super. Der Stress ist hier, ich zeige das mal für die anderen, das ist Stress, weil ich habe nichts in der Hand. Hier, das, ne, so. Deswegen, was machen wir? Was macht der Standardmann? Nö, meine ich, ne? So findet der zweite Wurf nicht statt. Wir wollen aber hoch, hoch. Und das ist das, was Mörderstress ist hier. Weil wir haben nämlich von unten nach oben und wir haben auch noch eine linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Und während wir diesen Wechsel haben, soll ich auch noch überkreuzen. Und deswegen ist das anspruchsvoll. Das, was am meisten angeboten wird, ist das hier. Wir machen das und glauben, sind auf einem guten Weg. Sieht anders aus, ist es auch. Weiß nämlich, wir übergeben Bälle. Wir wollen hoch, hoch. Hoch, hoch, plopp, plopp. Und das hilft auch mitzusprechen, um zu erkennen, ob das richtig ist. Die Dame dort hier, versuch mal. Die Dame hier nochmal, Achtung. Nee, das 1, 2, plopp, plopp. 1, 100%, hallo. Nachdem das hier, sehr gut, jawohl. Super, so sehen wir mal einen dritten Ball und damit Sie wissen, wie sich 3 Bälle anfühlen so in der Hand. Das ist jetzt schon Stress, weil Sie wissen, und das Gehirn weiß vor allem, weil Sie nur 2 Hände haben. Das ist das, was am meisten Stress auslöst. Wir machen aber nur die Würfe, das wird jetzt wieder entspannter, wir müssen gar nichts fangen. Hier ist die Nase. Wir müssen nur darauf achten, dass der Ball an der Nase vorbeifliegt. Nase, 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 plopp, plopp, plopp. Wir wollen gucken, dass wir in einer Reihe liegen. Und durch, und durch, und durch. Links, rechts, links, wenn man links 2 Bälle hat, wenn man rechts 2 Bälle hat, rechts, links, rechts. Da, wo 2 Bälle sind, in jedem Fall anfangen, sonst haben wir keine Chance. Rechts, links, rechts, plopp, plopp, plopp. Rechts, links, rechts. Und ihr habt nur 2? Okay. Ah, okay. Ah, stimmt. Ah, gar nicht schlecht. Bloß der, wenn er da vorne liegt. So, den letzten Ball, den können wir fangen. Rechts, links, rechts. Der geht zu fangen, weil wir haben keine Überkreuzsituation. Bei dir links, rechts, links, du fängst links an, bei der links, oder? Also geht, muss da wo 2 sind, anfangen, das ist der erste Wurf. Ja, ist wurscht, wo du anfängst, aber da wo 2 sind, musst du anfangen, sonst hast du bei 3 keine Munition mehr. Rechts, links, rechts, bumm. Müsste gehen, jawohl. Wer rechts wirft und rot wird links gefangen, perfekt, genau. So, jetzt, wir können es ja mal versuchen, wir fangen einfach 3, bloß damit wir sie mal bücken müssen. Rechts, links, rechts, plopp, 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 alles schön. Ja? Mal versuchen. Rechts, links, rechts, plopp, plopp, plopp. Ist sau schwer, natürlich. So, ich darf mal verraten, warum das schwerfällt. Weil wir haben, erstmal haben wir von der Uhrzeit hier zu wenig Zeit, das ist schon mal richtig, aber wir haben noch 4 Minuten. Das, was wir gerade gemacht haben, das hier, dieses Überkreuz, ist in diesem Jonglier-Lernsystem Übung 32. Haben wir 30 Übungen gemacht? Nein, haben wir nicht. Deswegen fällt das mürber schwer. Dieses Jonglier-Lernsystem, was diesen verrückten Namen Rehoboli hat, der ich gleich auf, ein Name, der auch 2 Hirnhälften schon braucht, ist deswegen wild, weil wir wirklich 15 Übungen links und rechts haben mit 1 und 2 Bällen. Also 15 links und 15 rechts.
Wir haben deswegen diese Übung gemacht und danach diese, weil ich muss beide Seiten trainieren. Also im Prinzip sind es nur 15 Übungen mal 2, sind 30. Wir hatten auch die hier schon, hatten wir auch schon, war auch schon wild. Und dann noch viele mehr Übungen, bis wir dann auf Übung 32 sind. Wenn ich das rechts zuerst abwerfen kann und links zuerst abwerfen kann, erst dann habe ich eine Chance für drei Bälle. Also ein Schritt-für-Schritt-für-Schritt-System, um erfolgreich drei Bälle zu werfen, gibt es seit 20 Jahren, gewinnen wir Preise schon häufiger, weil das wirklich funktioniert. Jeder mit unterschiedlichen Zeiten. Guck mal, er braucht 30 Minuten, sie braucht 3 Wochen. Weiß ich nicht, kann auch nur 3 Tage sein. Jeder braucht anders. Wenn er 30 Minuten, 40 Minuten, das ist unterschiedlich bei jedem. So unterschiedlich wie die Leute aussehen, so unterschiedlich wird gelernt. Das ist normal. Mir sind die lieber, die länger brauchen, weil das Erfolgserlebnis ist viel intensiver. Weil was sie beim Jonglieren erleben, ist das Thema Selbstbewusstsein in Größenordnung. Rechts, links, rechts, das erste Mal gefangen. Motivation, Begeisterung und Erfolg gleichzeitig erlebt. Und dieses Gefühl wollen wir wieder haben. Und wir bleiben dran an Dingen, die schwierig bleiben. Das heißt, das Gehirn bekommt Interesse an Unsicherheit, was gerade im Alter vermieden wird. Unsicherheit. Da müssen wir aber rein, wenn das Gehirn fit bleiben muss. Und das ist hier der sanfteste Weg mit der maximalsten Wirkung. So, habe ich viel gesagt. Ich zeige dir noch, warum ich meine Zettel hier. Hier diese kleinen Zettel, da sind Jonglierkurse, die wir in München machen. Hier sind aber noch mehr Zettel, da stehen nochmal die Kurstermine drauf und alles andere, wie diese Setter. Wir haben nämlich auch so schöne Sets jetzt seit ein paar Wochen, wo es verschiedene Ein- und Zweiballübungen gibt, zusätzlich zu diesen Übungen. Wer die App haben will mit diesen 34 Übungen, die ist kostenfrei. Die Säckchen bitte wieder alle einpacken, vorbildlich dort in den Rucksack reinlegen. Super. Die App heißt Jonglierfix. Dann braucht man nur Jonglieren lernen oder Jonglieren eingeben bei Google Play oder App Store und kann dort dann Jonglieren lernen, weil die Übungen auf das Smartphone kommen. Und dann kann ich mir das Video anschauen, Übung für Übung für Übung für Übung.